Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Ex on the Beach Special Rerun. Ihr wisst es ja eigentlich schon. Und wenn ihr jetzt zum ersten Mal hier bei diesem Video seid, herzlich willkommen. Wir gucken nochmal die erste Staffel Ex on the Beach, denn die aktuelle hat uns nicht abgeholt. Gibt uns nichts. So. Und in der ersten ist es wirklich, es ist so viel passiert. Wir haben schon reacted auf Folge 1 bis 3. Und auch schon 4 bis 6. Genau. Also geht es jetzt weiter mit 7 bis 9. So ist das. Und da knallt es ja einfach nur. Wir sind stehen geblieben, kurz vorm Knall. Ja. Werden jetzt reinstarten, leider mit dem Knall. Und ja, ihr habt richtig gesehen, wir sind im Greenscreen-Studio. Aber theoretisch, Leute, da verändert sich eigentlich nichts für euch. Außer, dass wir dann halt, wenn Pause ist, in diesen Bildern so drin sind und nee, unten in der Ecke. Wir chillen da quasi mit denen, das ist doch geil. Und sonst sind wir auch unten in der Ecke, aber halt so ausgeschnitten. Ja, wir machen das jetzt für das Special hier so. Ja, und sonst wir wollen es mal probieren. Sind wir ja auch im Studio, da kann ich euch nur die anderen Videos ans Herz legen. So. Wir schauen jetzt sofort rein, bist oder was? Bist du bereit? Ich hab Böcke. Ist das so loco? Geil. Es gab maximal Ärger. Kannst du mir sagen, was du mit ihr gemacht hast? Schäm dich! Alter. Schäm dich! Wie kannst du eine Frau so behandeln? Ich hab schon gemacht. Hallo, was soll das hier? Du sollst dich schämen! Nein, bitte, hört auf! Ich hab schon alles gemacht. Ich hab mich schon gekümmert. Ficker! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin der Schlange, Alter. Ich kann nicht mehr. Dieser Perverse, Alter. Du Perverser! Verpiss dich hier. Niemand will dich hier, ganz ehrlich. In diesem Alter, wie kann man so eklig sein? Ich komm nicht klar. Boah. Leute, alles, der Aufzug, was die anhat, dieser Perverse, raus! Och Gigi, so. Ich hab's schon gemacht. Also ne, es ist auch hier wieder so eine Sache, dass man sagt, Alter, gut, dass das so nicht mehr stattfindet hier im Fernsehen zumindest. Richtig. Und die hat, also das war, die hat ihn richtig eine geknallt. Richtig kranke Schelle. Und er, ich finde, er sah halt auch aus wie, ich weiß gar nicht, was jetzt hier, wie mir geschieht. Ja. Hab ich jetzt auch irgendwie, muss ich jetzt Angst haben vor dieser Frau? Keine Ahnung. Also für mich ist diese Reaktion natürlich too much. Von der Grundintention bin ich natürlich trotzdem auf ihrer Seite. Ja, aber also die Schelle hätte sie gebraucht. Genau. Die wäre die einfach nur so ausgerastet, der Perverse. Der hätte genau trotzdem auch so da gestanden und wäre auch so gewesen. Ja, aber also Olivia, ne, wo man die erste Folge dachte. So ein Girls Girl, so eine kleine Maus, Süße. Eine Maus, die chillt. Auch immer leicht hier so sanft gesprochen. Ich bilde mir gerne mein eigenes Urteil. Scheiß. Du Perverser, keiner will dich hier haben. Du Ficker. Hast du es auch gesagt? Irgendwie so, glaube ich. Du Scheiße, ey. Ich hab den gerade geschlagen, Schatz. Nein. Ja. Nein, ich bitte dich. Man hat quasi damit, ihm einen Denkzettel zu verpassen, aber nicht auf so eine Art. Das muss nicht sein. Guck mal, nein, Max, nicht heul. Guck mal her, Alter. Ich schwöre, das hat er auch nicht erwähnt, Alter. Man kann nicht einen schlagen, Alter. Das geht nicht. Ich schwöre, der ist voll, du weißt, was ich meine. Naja, Valentina. Bei Valentina weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Grundsätzlich hat sie eigentlich recht. Ja, ich meine, das war ja auch ihre Meinung beim Sommerhaus. Man kann, darf niemanden schlagen. Ja. Ach Mensch, ne, der Max tut mir natürlich leid, trotzdem dumm, was er gemacht hat, aber das haben wir jetzt vorhin schon gesagt. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt hier in irgendeiner Form gerechtfertigt wäre, was da jetzt passiert ist. Wichtig zu sehen ab jetzt ist, eigentlich geht es weder um Georgia, noch um Max, noch um Olivia, sondern um Ferhat. Ferhat. Das ist echt grausam, ist das gerade momentan echt. Ey, das tut mir aus Herzen leid, ne? Das ist echt, das tut mir voll leid, finde ich echt. Hey. Also, ich habe mir das ganz anders vorgestellt hier, ne, wieder. Also, ich muss mich auf jeden Fall entschuldigen für das, was ich getan habe. Es war auf jeden Fall nicht geplant. Und ich würde auch nicht einfach mit irgendjemandem da hochgehen wollen, sondern ich habe auch schon von, beim Date gestern gesagt, dass ich sie gut leiden kann. Ja, ist alles so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu krass rübergekommen. Und dafür wollte ich mich auf jeden Fall auch bei ihr dann nochmal persönlich entschuldigen. Wo ist sie denn? Ja. Was ist denn da los? Die wissen auch. Hä? Also ich meine, ich verstehe es ja irgendwo, weil ja irgendwie das ganze Haus gegen ihn war. Ferhat ist wirklich auch in der Folge 9, die ich dann geschnitten habe, seine Gefühle sind all over the place und niemand kann das nachvollziehen. Aber die Kommis, die alle schreibt mit Menschen, warum ist Ferhat uns abhanden gekommen? So mäßig. Mhm.
verstehe ich noch, aber irgendwie habe ich im Kopf irgendwas Komisches war mit ihm. Ja, war, ich nehme mich auch. Also es war, wird auf jeden Fall zum Ende der Staffel, wird es Kekkerle. Ja. Und irgendwas ist danach, also außerhalb einer Staffel, glaube ich, auf jeden Fall auch weiß noch ich gewesen. Gar nicht mehr. Wo wir dann so dachten, Fer hat ganz ehrlich, wollen wir nicht mehr. Nee, er möchte ja auch nicht mehr. Er will auch nicht mehr, das stimmt. Ich hab hier nichts gegen dich, ne? Aber das war echt eklig von dir. So, ich hab mich voll eklig gefühlt, so, dass du mich so ausgenutzt hast. Aber ich hab dich doch nicht ausgenutzt. Warum lernst du sowas von mir? Weil du hast mir Hoffnungen gemacht. Ja, weil sie Interesse an dir hat. Was ich ja weiß, aber ich sie auch mag, okay? Aber ich nicht nach zwei Tagen aber sagen aber sie ist können. Nicht dein Typ. Ich hab gesagt, optisch ist sie nicht mein Typ, ja? Oh, das ist so dumm gelaufen, gell? Ich find's richtig schade, weil ich dich mag, wenn... wenn wir jetzt so voll uns ignorieren würden oder so, das fände ich richtig scheiße. Das musst du dir mal überlegen. Es ist so wahnsinnig, wirklich. Auch, dass Georgia dann noch so sitzt, ja, weißt du, ich habe mich halt dann schon ausgenutzt gefühlt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die war 19. Krass, ja. In diesem Format. Max auch ganz schlimm. Der sagt dann irgendwie noch so, ja, aber du bist trotzdem mein Favorite. Also von denen hier, du bist zwar optisch nicht mein Typ. Aber von denen, die jetzt hier sind, so bist du schon mein Grade. Favorite. Ich erinnere mich da auch dran, dass ich damals schon gedacht habe, das ist so eklig, Alter. Das ist so eklig, weil der einfach nur ein schlechtes, also kein ehrliches, schlechtes Gewissen hat. Ja. Weil er weiß, er hat Scheiße gebaut, sondern der will einfach nicht der Buhmann sein. Ja. So. Bah, ganz freudig. Was ist in dir gelaufen? Ich kenne dich gar nicht so. Ich schwöre dir, kein Witz. Wenn ich dich jetzt kenne, dann würde ich direkt nein sagen, weißt du das? Warum machst du das dann? Was ist los mit dir? Bei mir ist einfach eine Sicherung durchgebrannt. Er hat mit ihr Sex gehabt, okay, und hat sie am nächsten Tag danach fallen lassen. Er hat sie ignoriert, ja, hat es verleumdet. Ja. Und für in meinen Augen ist er das Schlimmste, was man machen kann. Ich denke dir nur eins. Du hast die Hände nicht, um Leute zu schlagen. Du hast die Hände, jemanden zu lieben, zu streicheln. Mach alles mit den Händen, aber nicht schlagen. Muss nicht sein. Ja. Ja, du musst auch jetzt nicht provokant Ja sagen. Also, was er sagt, ist ja richtig. Leute, das könnt ihr euch auch mal hinter die Ohren schreiben. Mit den Händen kann man schöne Dinge machen, aber nicht schlagen. Ja. Streicheln. Ansonsten, lieben. Ansonsten lieben mit den Händen. Ansonsten muss ich euch fragen, was ist in dir gelaufen? Und das frage ich mich sowieso die ganze Zeit. Was ist in dir gelaufen? Und dann macht er sowas, sie sagt so, ja. Brauchst du jetzt auch nicht provokant Ja sagen. Das ist so eine Mood-Switch, dieser Typ. Ja. Wahnsinn. Aber ich finde es trotzdem... Ich finde es gut, dass er das ja gleich angesprochen hat. Ja. Also meine, ihn hat es ja nur auch wirklich sehr mitgenommen, haben wir ja gesehen vor zwei Szenen. Aber dass er dann auch wirklich so konsequent ist und sagt, wenn ich dich hätte, weil wir uns jetzt noch nicht kennengelernt hätten, würde ich jetzt sagen, ich möchte das nicht, weil das geht gar nicht. Und der hat ja auch dann zwischendrin hat er so gesagt, ey, du hast ihm ja richtig, du hast ihm ja richtig eine geknallt. Und Olivia war ja so, ja. Nee, finde ich jetzt auch nicht zum Lachen. Ah, oh. So. Oh Gott, upsi. Also, das ist jetzt nicht mit drin, aber, Side Note, Olivia saß auch im Interview und hat gesagt, das war nicht richtig, sie entschuldigt sich dafür. Sehr gut. So. Aber krass, ne? Das, also ich verstehe das, macht auch Sinn, aber wenn das jetzt passiert wäre, sofort raus. Ja, Sicherheitsmänner rein, sofort raus. Ja. Ohne dass dieser, also einfach nur mit Blackscreen und draufgeschrieben, ja, so, ja, musste sofort weggehen. Und damals, ja, haben sie sich halt untereinander regeln lassen. Weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Raus eigentlich. Raus! Immer, na klar, aber... Mann, die hat ihm richtig eine geknallt. Na, die hätte auch so oder so rausfliegen müssen. Ja. Aber so diese, ja, diese kurze Klärung dazwischen. Und dann halt Theme. Hm. Ferhat und ich, da war halt eine extreme Anziehung bei uns. Willst du meine Frau werden? Das war ein Scheißantrag. Zumal das Mitbewerberfeld auch sehr stark war. Ich habe gemerkt, dass sie Augen hat für einen anderen jungen Mann und hat mit ihm halt quasi auch direkt Sex gehabt nach ein, zwei Tagen, was ich ziemlich respektlos mir gegenüber fand. Das hat mir gezeigt, dass sie eine unehrliche, untreue, unloyale, respektlose Frau ist. Hallo. Hi. Madi. Hallo. Hi. Madi. Wie sieht ihr aus? Erzähl mal ein bisschen. Schwarzhaarig, ja, 0815. Hat die auch so fette Wimpern wieder aufgeklebt gehabt in der Show immer? Mädchen, aber. Nee, ist normal halt. Die ist 0815, komplett 0815. Ist halt so eine Frau, die man jeden Tag auf der Straße sieht. Ja, irgendwie. Ja, absolut. Und das, Girls, geht gar nicht. Können wir kurz bei Michelle gucken mit den Wimpern? Weil Michelle hat ja gefragt, hat sie wieder so diese dicken Wimpern drauf, die sie in jeder Show drauf hat? Mal, die war vorher in einer Show oder so, meine ich. Ja. Und jetzt schauen wir mal bei Michelle. Ach, na Mensch, das ist ja super fein. Da sind ja keine künstlichen Wimpern drauf. Das ist ja... Nee! Das ist ja fein.
Also trotzdem, ich muss auch sagen, Michelle ist in der ersten Staffel nicht die, wie sie sich entwickelt hat. Menschen verändern sich ja, definitiv. Aber was die hier schießt, auch gegen Georgia und so weiter und so fort, und über Maddie, dass du selber so unsicher bist, ist direkt zu sagen. Also, ja, ja, ist nur mal 15. Ja, 15. So halt auch. Und ich habe in der 9. Folge, könnt ihr mal schön dranbleiben, gibt es noch mal wieder sowas, wo ich dachte, das ist so eklig, wow. Aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie gut, dass das drin bleibt. Ja. Im Sinne von, dass man das jetzt mal sieht. Und also, ich weiß nicht, ob wir es jetzt anders wahrnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem ersten Moment, ob ich das dann... Ob wir es damals so als solche so schon krass so wahrgenommen haben? Ich glaube, ich fand das damals auch schon kacke. Aber jetzt safe, halt aber so... Also jetzt viel, viel doller. Ist. Ja. Aber trotzdem auch anzumerken, ich glaube, Michelle würde so jetzt auch nicht mehr reagieren. Hoffe ich für sie einfach. Und ihr habt ja da gesehen, Rückblick, Maddie hat ja mal was mit Alex Petrovic. Der mal blond war. Are You the One Staffel 1. Und ja, Leute, da entspannt ihr euch mal einfach noch ein bisschen. Ey, wenn ich meine Finger in Grund würde, ne, dann könnte ich mich vielleicht runterschmeißen. Nein, müssen wir ja auch nicht. Ja, bitte. Ich habe gedacht, so, oh mein Gott, sei doch einfach ganz normal. Sei einfach erwachsen genug und redet darüber. Ich bin auch voll heiß. Ich stehe jetzt echt auf und breche das gerade ab, ne, ist kein Witz. Ich warum, weil so warm ist? Nein, weil mir gerade auf den Sack geht. Jetzt geht's mir echt auf den Sack. Wir haben geredet. Und gut ist. Pferd ist halt so ein Riesenbaby. Dann auch eine schöne Zeit. Auf jeden Fall. Alles Gute. Dankeschön. Danke dir. Liebe ich aber, dass sie selber auch so ist. Kann man nur drüber lachen. Was ist das? Eigentlich ging es nur so, ja, Mensch, irgendwie, du hast mir dann nochmal geschrieben, was war da? Oh, nee, ganz ehrlich, in der Vergangenheit, jetzt rufen wir jetzt. Und jetzt da kann ich einfach mich auch keine Lust mehr. Von der Klippe stürzen. Ja. Es ist so heiß, ich gehe jetzt echt keinen Bock mehr. Du, alles so Gute, danke schön. Nee, du nervst gerade, cheers, alles Gute. Dankeschön. Ich meine so hier. Wirklich, Leute, dieser Typ. Und er hatte uns auch, ich weiß es jetzt aber nicht mehr, ob er geschrieben hatte, dass er im Zusammenhang mit Maddie nicht mehr erwähnt werden möchte, weil er hat irgendwas uns einmal geschrieben, er möchte nicht mehr markiert werden im Zusammenhang mit dieser Frau. Stimmt. Oder es war halt Olivia. Okay. Das war der Killer, Alter. Gut gemacht, Paul. Aber das war dein letzter Tanz. Die Musik spielt nicht mehr für dich. Was? Das heißt, er geht? Verabschiede dich von den anderen, dein Taxi wartet vor der Tür. Das ist so geil. Ich hab so geheult, aber in meinem Leben so geheult. Wieso sagt er das? Was ist mit dieses Tablet? Ich will es kaputt schlagen. Es ist so Wahnsinn. Und das ist so das Schöne an so einer ersten Staffel, wenn man sich auch als Zuschauer fragt, was ist mit dem Tablet los? Ja. Ich weiß noch, wie wir gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass es einfach sagt, wisst ihr, Paul hat da eine geile Zeit? Ja. Und die sind so, das ist doch der perfekte Moment. Ja, wie Ex-Freundin, einen Tag vorher ja wiedergekommen. Tschüss. Und die haben sich ja auch zur Verabschiedung geknutscht kurz. Es ist so, wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Bloß, aber ich fand es wirklich, damals waren die härter. Habe ich auch das einfach Gefühl. Einfach so, zack, du gehst jetzt und nee. Entscheide dich jetzt. Ich meine, dieses Entscheiden bringt dann immer noch mal mehr Spice rein für danach. Ja. Aber ich finde es schon auch geil. Ich frage trotzdem, wir sind jetzt bei der jetzigen Staffel bei Ex on the Beach. Wo sind wir? Folge 7? Weiß ich doch nicht. 8, 9, keine Ahnung. Und Natalie ist dort noch drin. Ach nee, die ist ja auch raus. Irgendjemand ist dort mit drin und da hätte ich so mir gewünscht, dass nach Folge 3 Tablet sagt, gut, okay, bye bye. Schon verpackt. Ohne Begründung, sonst irgendwas. Das liebe ich ja am meisten. Gehst. Das ist so geil. Ja. Und Paul, dein Taxi wartet draußen, parken weg. Ja. Echt jetzt? Und auch so diese ganzen Charaktere, das war irgendwie noch so ehrlich. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Hm? Aber sie weiß nichts, ne? Dass ich mit Alex Kontakt habe. Der Alex? Das ist der Alexander Petrovic. Also der Alex von Maddie. Den ich ja vor 2-3 Wochen kennengelernt habe. Harmoniert. Wir sind einfach gleich. Ich war mit Ferhat und dann, keine Ahnung, hat das irgendwie nicht geklappt. Und da habe ich mich mit Alex gut verstanden. Alex hat das halt schamlos ausgenutzt. Aber hast du dich nicht auf Alex eingelassen? Ja, klar habe ich mich auf ihn eingelassen, klar. Aber er hat dann das schnell gecuttet und hat gesagt, ich brauchte dich einfach für ein bisschen Sendezeit. Bei Gott, ich schwöre, ich wusste, dass er so drauf ist. Ist er nicht. Ich finde schade, dass man ihn so darstellt, weil er eigentlich einen mega Charakter hat. Mega Charakter. Also wir sind einfach gleich. Mega Charakter. Also so Extension abgeflogen. Da ist alles ein bisschen schlecht gealtert. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich will mich drüber. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ich finde es schön, dass du siehst. Also auf LOL. Genau. Ja. Aber wir blenden jetzt mal zusammen. Das bitte ich euch auch
einfach alles aus, ja, was wir in den letzten Jahren von den beiden, ja, gesehen haben. Die beiden, die sind einfach gleich. Und das ist doch, genau, ich wollte gerade sagen, was für ein krasses Beispiel dafür, wie man am, mhm, Anfang auch wirklich mit rosarote Brille, ja, einfach sagt, hä? We are one. Ja. We are the same. Die erzählt Scheiße, die andere, weil es ja immer die andere, die Scheiße erzählt. Der wird immer so dargestellt. Der hat mega Charakter. Vor allem ja auch, ich kenne ihn, hab ihn vor 2 Wochen kennengelernt, 2, 3. Nee, der Arme, ja. So ist er nicht. Das ist überhaupt nicht so, schwöre, Alter, ja. Ist die Weile wegen dir? Was hab ich denn da gemacht? Hab ich sie beleidigt? Hab ich sie angepackt? Hab ich sie bedroht? Hab ich Schluss gemacht? Aber der Schluss, ich will nicht mehr kennen. Was ist wieder los, erzähl mal. Oh, ich weiß nicht, dass irgendwie von mir so mehr kommt. Was kommt denn bei dir, was ich nicht mache? Ich sag dir, Schatz, ich umarme dich, ich küsse dich, ich komme zu dir, ich mache mit dir Spaß, ich gucke dir in die Augen, ich erzähle dir, ich frage dich, ob es dir gut geht, ich frage dir das, ich mache dies und das. Was machst du? Was ist denn der Unterschied zwischen uns? Ich mache das und ich mache das. Das ist immer an mir so, dass ich dich halt von Anfang an gut fand und du mich halt nicht direkt so, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, keine Ahnung. Ja, aber ich habe mich ja von meinem Charakter blenden lassen. Und außerdem bist du auch nicht hässlich, ne? Ich bin auch nicht der schönste Mann. Ich finde mich auch nicht unbedingt so toll und schön, ne? So ist das jetzt nicht. Ah, ich ja gerade. Oh Gott, Leute, Lena hat gerade zu mir gesagt, ich bin ja auch nicht der Schönste. Und ich so, Mann, der Arme. Bis ich mal ganz kurz gecheckt habe, was das bedeutet. Er sagt so, ja, ich habe mich halt am Anfang von deinem Charakter blenden lassen. Aber also, er will das ja anders ausdrücken, so, aber mir ging es, wow, halt um dein, also dein Aussehen, ja, aber dein Charakter, der überstrahlt das, das wollte er eigentlich sagen. Ja. Und ja, mein Gott, ich bin ja auch nicht der schönste Mann. Alter, wirklich Kompliment gone. Gone, wrong. Ist so. Also, oh. Ich weiß auch gar nicht jetzt, worauf er hinaus wollte, weil erst habe ich gedacht, er ist so, naja, ich mache, hat ja 10 Punkte gefunden. Die letzten 2 waren die besten, ich frage das und mache dies und das. So, könnt ihr euch schon mal merken. Habe ich gedacht, okay, er will sie. Und dann ist er so wie, ja, habe ich halt einfach blenden lassen von dir. Eigentlich hätte ich gesagt, doch, kein Bock. Nee, ich glaube, das ist, der meinte blenden, nee, blenden, wie wir meinen, sondern so, der wollte sagen, dein Charakter hat halt überstrahlt. Oder dein Charakter, ach so, ich dachte, mehr als, ich hab das also, jetzt, es ist so scheißegal, ob du mein Typ bist, ich bin auch nicht der schönste Mann. Ach so. Und es ist halt, nee. Maus, you tried, you failed. Kannst du dich ein bisschen aufputzen? Schön machen? Ich bin schon schön. Das ist nicht ernst. Hä? Macht Spaß, oder? Was? Macht Spaß, machst du schon fertig, ne? Nur Angriff. Und dann gelten eh nur meine 5 Regeln der Männlichkeit. 5 M's. Maximal maskuliner Macho mit Moustache. Also ich feiere ihn bis jetzt, also das, was ich von ihm kennengelernt habe, mega, weil er halt krank ist. Und ich fühle sie. Ich weiß noch, wie wir uns, wir konnten diesen Mann überhaupt nicht greifen. Nee. Wir waren ja so, ist es eine Kunstfigur oder ist, ja, es real? Ich weiß es, also ich weiß es auch immer, also ja, er hat sich was vorgenommen, da so reinzugehen, aber ich weiß nicht, wie ist er denn jetzt in der, ja, also, aber diese Szene haben wir, glaube ich, damals, du warst auch jetzt gerade so, sage das, das ist, ja, halt, ist, ja, ist ja so, krass sarkastisch. Ja. Und dann so, wie immer, also schnell wieder in seinem Charakter drin. Ja. Aber hat ja auch gesagt, ey, Muddy liebe ich, die versteht meinen Sarkasmus. Da wende ich die 5 M's an. Ja, maskulin mit, ne? Moustache. Moustache. Irgendwie kann ich da jetzt besser hingucken. Wie das alles ausgegangen ist, dazu später mehr. Ich bin der Baum. Ich komme aus Essen und bin 23 Jahre alt. Ich bin der Ex-Freund von der Valentina. Ich war mit ihr 1,5 Jahre zusammen. Ich hatte halt öfter versucht, mit ihr Schluss zu machen. Da sie es halt nie so wirklich akzeptieren wollte, war ich halt dazu gezwungen, auf eine unschöne Art und Weise mit ihr dann halt die Beziehung zu beenden. Ich habe sie dann angerufen und gesagt, dass ich ihr fremdgegangen bin, obwohl ich ihr gar nicht fremdgegangen bin. Er hat direkt nach einer Woche eine andere gehabt, obwohl man 2 Jahre zusammen war. Ja, was ist das? Man ist 2 Jahre zusammen und macht sowas, dann hat man sich ja komplett die 2 Jahre verarscht gefühlt. Oh oh. Oh, oh, das ist aber auch ganz schön schlecht gealtert jetzt gerade, oder? Alles sehr schlecht gealtert. Also erstmal so, ich habe sie angelogen, weil ich mehrmals versucht habe, Schluss zu machen und es nicht ging. Also da frage ich mich aber auch, was da los ist. Irgendwie, also ich kann mir schon vorstellen, wie sie ist, weil wir sehen das ja dann hier auch noch im Laufe der Staffel. Trotzdem halt irgendwie strange. Das ist halt, ich habe es halt vor allen Dingen auch drin gelassen. Aus aktuellem Anlass? Der aktuellen, ja. Ja, Situation. Ich finde es einfach nur crazy, dass wir, also er ist ja nirgends nochmal aufgetaucht danach, ja, glaube ich, aber dass sie uns geblieben ist, das, nee, ist ja auch crazy. Ja, ja, das auch, aber dass
er so den Absprung geschafft hat. Ja. Und dass er hier noch zwar mit im Format war, aber sich also nicht nochmal mit in diese Welt gezogen wurde. Ja. Und falls ihr Breaking Trash und Co. verpasst hattet, warum der letzte Spruch schlecht gealtert ist mit dem, also nach 2 Wochen schon eine neue. Der schaut da wohl mal nochmal rein oder was? Mit etwas Glück ist das hier auch verlinkt. Eier, Thunfisch. Wenn man mal richtig reinguckt, gibt es einige Überraschungen da drin. Alter, ey, die haben es gebunkert, dass man es nicht sieht. Das war Salvatore. Für ja, sich. Warum? Warum? Ja, weil das nun mal der einzige Thunfisch da war. Das war okay so. Der und vielleicht Thunfisch versteckt auch nicht irgendwas. Salvatore kann nun mal nicht so viel essen. Das ist in Ordnung. Doch, das geht. Der arme Junge hat sonst noch nichts zu essen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Alter, alles klar. Alter. Boah, du bist so ekelhaft, Alter, ich schwöre, Alter. Valentina ist eine Kanalratte. Boah, so Kinder alles, Alter. Krass, Alter. Schock, einfach Schock. Kann man so sein, Alter. Sorry, findet ihr es korrekt, dass einfach Menschen irgendwas bunkern? Jetzt lästert sie wieder bei anderen, weißt du, ich meine, wieder ein kleines Kind, Alter. Lass sie doch die Thunfischdose für Salvatore nehmen. Was ist das, Alter? Wie kann das denn sein, dass Salvatore die gebunkert hat? Ja, das hat Aaron gesagt. Georgia, lauf lieber zu Mama. Lauf lieber zu Mama. Alter, was ist mit dir? Was für Mama, was für meine Mutter da ein, Alter? Man haltet ihr doch einfach auch die Fresse, Alter. Nein. Ich hab doch mich mit dir unterhalten. Ihr beide haltet jetzt die Fresse. Ja, was mischst du dich denn ein? Was mischst du meine Mutter da ein? Was mit dir? Wir wohnen alle zusammen, okay? Lass doch mal nur meine Arme was zu sagen haben. Fertig aus! Hab ich mal deine Mutter? Ja, Digga, was will ich mit meiner Mutter? Er gemacht, nicht ich, du Kacke. Junge, verpiss dich mal, hier, was mit dir? Alter. Du kleine Kinderscheiße, Alter. Du bist Psycho. Habt ihr gut gemacht, super. Applaus. Ja. Applaus für euch beide, ihr zwei. Alter. Dankeschön. Mach weiter in der Show. Komm. Er ist einfach nur noch ihre Lutschpuppe geworden. Boah, ich will so gerne in den Loch gerade kurz rein. Was war das denn? Das also, Wahnsinn, in Erdloch. Dass Georgia crazy ist, das habe ich natürlich nicht vergessen, aber dass sie so crazy war. Ich hab's kurz vergessen. Das habe ich vergessen. Ehrlich. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, weil Salvatore, der hat da nichts zu essen. Jetzt sag mal, warum kann er denn nichts essen? Weiß ich nicht, ich glaube, der hat da auf dem Intoleranzen oder so, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat er sich halt da Thunfisch. Also ist ja trotzdem kacke, weil das ist nämlich auch schlecht gealtert. Wir erinnern uns nämlich mal an Valentina und das Sommerhaus. Die haben da für alle eigentlich gemacht. Ja, nee, und wurde nur nicht die gezeigt. Fanden es ja auch scheiße, dass die anderen sich einfach Essen gemacht haben. Ja, ja, Valentina, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber auch ein Aaron da, den ich ja auch, als er angekommen ist, fand ich den auch super sexy und süß. Ja, aber der wurde süß. Scheiße. Genau, und jetzt das, was ich da sehe, ist auch wirklich so abartig. Und wenn jetzt hier wieder der Kommentar kommt mit, oh, scheiß Aaron, Lena, reiß dich zusammen. Nee, ach so, da das ist die scheiße. Staffel. Dann, Maus, musst du die Staffel gucken. Alter, kleine Lutte! Die ist durch. Laute Hunde beißen nicht. Laute Hunde beißen nicht. Getroffen Hunde bellen. Ja, Mann. Hure! Beleidige nicht. Hure! Beleidige nicht. Bitch, richtige falsche Ratte, Alter. Valentina, tut mir so leid, dass sie so ein ekliger Mensch ist. Wirklich, sie hat so einen schönen Körper. Die wäre so hübsch, wäre ihr Charakter einfach hübsch. Der Charakter macht sie einfach so krass hässlich. Einfach hässlich. Einfach ekelhaft. Mein Gott, Alter. Das ist so ein Fiebertraum. So, es passiert eine Sache und du denkst, what the fuck? Ja. Und dann, beleidige nicht. Piep. Es ist wirklich Wahnsinn, was da los war. Also, ich weiß nicht. Das Ding ist, ich glaube aber trotzdem beim kurzen Zusammenschein, muss ich trotzdem drüber lachen. Ja. Aber ich weiß, dass ich enttäuscht wäre, wenn es jetzt nochmal so eine Staffel total gäbe. Ich will aber so ein Zwischending haben. Ja, ich bin komplett bei dir. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht dann, wie das Endergebnis sein soll. Ja. Wie man da die perfekte Mischung findet. Aber ein Zwischending wäre schon geil. Und jetzt versuchen wir es wirklich mal zu genießen. Wir wissen ja alle Leute, dass das alles blöd ist, was wir da sehen. Schalt mal ab, allen geht's gut. Hoffe ich. Psycho, ey, Psycho. Alter. Ja, das Date hat uns wirklich etwas näher gebracht. Aber wie?
Gab's endlich einen Kurs. Süß, eigentlich. Den ersten. Ich bin trotzdem noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Und endlich kommt es auch zu dem von Gigi schon so lange ersehnten Kuss. Ja, war schön. Och Mensch, Leute, die zwei, hä? Süß eigentlich da gewesen. Wisst ihr, dass ich das ganz süß fand, als das da kam? Dachte ich, der Fuckboy, sie hat's geschafft. So voll der Süße. Ich glaube, der hat auch nochmal einen richtig emotionalen Moment, ne? Bei mir glaube ich nicht. Kann sein. Es ist so, es ist einfach, Leute, ich sag's zum 500. Mal, ihr könnt jetzt mit abstreichen. Fiebertraum alles, wie das da war und wie es jetzt ist. Das ist doch schön, dass du jetzt hier bist. Also ich finde, also von meiner Seite, was gibt's jetzt nicht zu klären, weil ich habe eigentlich nichts gegen dich. Aber es hat Mandy ein bisschen was erzählt, ne, hat sie gesagt. Ja, dass ich mich damals ja quasi von dir trennen wollte so und das ja nicht so wirklich, also persönlich ja nicht so wirklich funktioniert, dass ich halt dann am Telefon dir gesagt habe, dass ich halt fremdgegangen bin, ne? Aber das habe ich nie getan. Dein Ernst? Nee, nie. Hast du mich verarscht? Nein, wirklich nicht. Das habe ich nie. Krass. Das kann man mir doch nicht antun. Ich habe den Mann so tierisch geliebt. Ist dein Ernst, Dom? Ja. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig harter Schock, ja. Dann wäre es vielleicht nicht so gekommen, dass wir so komplett auseinandergegangen sind. Und das ist halt echt schon schwer und ich stehe gerade echt in einer Scheißlage, ja. Ja, wir waren ja auch süß zusammen, ne? Wir haben ja auch optisch sehr gut zusammengepasst. So, das muss man ja halt mal so sagen, ne? Ich bin ja auch ganz süß, oder? Ich bin ja auch hübsch, weißt du? Was? Was? Also ich liebe ja auch schon wieder, also erstmal hatte ich vergessen, dass er ihr das hier steckt, dass das eine Lüge war. Ja. Loco. Ich finde es aber auch crazy, dass sie sagt, Mann, hättest du nicht machen müssen, dann wären wir gar nicht so auseinandergedriftet. Und das ist ja genau das, was er wollte. Endlich, endlich mal loskommen. Halt dich zurück noch. Ja, ja, geht ja bei mir weiter in der Folge, die ich da gemacht habe. Das war meine erste große Liebe, weißt du, was ich meine? Und ich habe jetzt 2,5 Jahre immer mit dieser Lüge gelebt. Und für mich war zu dem Zeitpunkt einfach so alles kaputt. Ich bin nicht zur Schule gegangen, nichts. Das war meine erste große Liebe, weißt du, was ich meine? Und für mich war alles kaputt dann zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass er mich doch nicht betrogen hat. Mhm. Und was macht das jetzt mit uns? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie? Was ist das denn jetzt? Ja, 3 Jahre her und erste große Liebe und hin und her. Meine Güte. Entscheid dich mal. Ja. Wow. Wow. Das habe ich nämlich auch vergessen, weil ich hatte letzte Woche, vor 2 Wochen noch behauptet, dass ja Valentina irgendwie noch nie was mit einem Typen hatte. Da wart ihr schon ganz richtig mit Kelvin. Weil das hattet ihr auch noch mal gesagt. Das ist Wahnsinn. Komm, leck da noch mal drüber über die Fliege. Also hat sie ihn putzig jetzt in meinem Kaffee? Ist sie doof oder was? Auf jeden Fall mit Kelvin bei Germany Shore oder was? Oder wo? Oder wie? Oder wann? Das habe ich am Anfang gar nicht mitgekriegt. Die hat ja dann hier richtig was mit Aaron. Also ja. Zumindest so mit beieinander schlafen und die haben sich Kussis gegeben. Ja, die haben doch noch am Tag zuvor oder tagsüber haben die noch zusammen Georgia beleidigt. Ja. So, und jetzt fällt sie ihm so Messer ins Rücken gestochen? Messer so krank in den Rücken gestochen. Wow. Wo? Geh gar nicht. Du hast mich nicht verletzt. Womit? Damit man das mir gesagt hast. So. Verletzt? Dass ich immer dachte. Ach so, ja, ich weiß, ich wollte dich ja verletzen. Du weißt das. Du machst das war scheiße. Ich war voll am Boden zerstört. Ich weiß. Warum? Ich hab dich echt krass geliebt. Ich weiß. Aber bei mir war da nicht mehr so. Oh Mann, nein. Ey, oh Mann, nein, jetzt auch. Oh. Und er lacht ja aber dabei. Auch wenn es mega asozial ist, ne? Ich bin, Gottes Willen, ich bin da nicht stolz drauf. Mann. Ich weiß. Aber ich hab dich echt krass geliebt. Ich weiß. Also, ich weiß. Es ist Wahnsinn. Ich wollte dich verletzen. Ja, ich würde halt gerne wissen, ob sie überhaupt vorher wirklich ein richtiges Gespräch hatten, wo er schon wirklich ernsthaft auf normale Weise versucht hat, Schluss zu machen. Weil es klingt ja gerade so, wie als wüsste sie echt überhaupt gar nicht, was ihn dazu hat und verleiten lassen. Wissen wir, wie alt Valentina da war? 21, irgendwie sowas. Ja, so, dann ist das irgendwie 3 Jahre her, 2,5 Jahre her.
Das 18, 16. Und die war 3 Jahre mit ihm zusammen? Oh, nee, 2. Also mit 16 bis 18 vielleicht oder so. Mann. Ja, ja, erste große Liebe. Ja, ja, klar. Aber dann an der Abi-Zeit. Hat die Abi? Also hat die Abi? Sie hat ja gesagt, sie ist dann nicht mehr zur Schule gegangen. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Also Valentina hat sich jetzt damit eigentlich vor der ganzen Gruppe so ein bisschen ins Ausgeschossen, ja, weil alle pissig auf sie sind und sie nicht verstehen können. Ferhat findet es auch richtig scheiße. Mhm. Gigi findet es auch scheiße, wenn wir dann vielleicht nochmal sehen. Und vor allem Aaron ist natürlich jetzt der Leidtragende. Und damit switchen wir jetzt auch in Folge 9 rein und gucken mal, wie es weitergeht mit den zwei. Baum ist der reifeste Mann hier drin, Alter. Ich komme nicht klar. Wie möchtest du heute schlafen? Ja, natürlich schlafe ich mit Ihnen in einem Bett. Dankeschön. Ja, ist ja klar, aber ich möchte das jetzt nicht, das Geküsse und alles. Oh, das also, ist ja ganz eklig. Da denke ich mir dann aber auch so, also ich meine, man kann es vielleicht an Valentinas Stelle verstehen, wenn die jetzt wirklich denkt, man scheiße, jetzt ist mein Ex hier und so, mhm, bla bla bla. Aber da musst du halt auch wirklich einfach klar zu Aaron, ja, sagen, ich möchte das damit probieren, aber ihn dann so auf Halte noch und er ja noch, natürlich schlafe ich mit ihm im Bett. Dankeschön. Also, Dankeschön, dann würde ich sagen, ja, aber nee, ich möchte das jetzt halt alles nicht. Nee. Da würde ich einfach sagen, sorry, Valentina, dann such dir halt woanders so einen Schlafplatz. Und sie hatte ja richtig große Augen, als Aaron gekommen ist. Sie sah ja aus wie ein Comic-Character. Und schon kommt ihr 30 mal breiter gebaute Baum. Die Hecke. Die kahl geschorene Hecke am Arm und am Bein, damit man die Streifen besser sieht. Und die Veins. Und schon ist Aaron vergessen, wa? Mm. Wow. Guten Morgen, liebe Olivia. Pack deine Koffer, du fliegst jetzt nach Hause. Du hast 5 Minuten. Olivia! Ist das jetzt dein Ernst oder was? Nee. Aaron da vorne auf der nicht Bank. Nicht Olivia. Nee. Hast du Spaß, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Nicht Olivia. Oh, guck mal, wie doll. Olivia ist ja nicht eine x-beliebige Person für mich gewesen. Und wir haben uns ja gut verstanden. Wir mochten uns ja. Mark his words. Meine x-biegige Person. Es ist so. Und da auch schon wieder, ne, hat ja hier einen wirklich ernstzunehmenden, traurigen Gefühlsausdruck. Er hat einen Trauerfall. So, in der Familie. In der x-biegigen Familie. Und diese Emotion kaufe ich ihm ja auch ab. Ja. Aber was dann passiert, also ich weiß nicht, wie kurz dieser Mann in einer Emotion steckt. Der hat eine Krise, was manche in einem Jahr erleben. Ja. Alles hat er an einem Tag. Das ist so. Und ich liebe das. Zu schauen. Es interessiert mich gar nicht, welches Mädchen reinkommt. Kann die geilste der Welt kommen mit den dicksten Titten und den geilsten F*** der Welt. Ist mir scheißegal, soll ich von mir fernhalten. Gibt schon mal einen Vorgeschmack hier. Also, da sagt er ja wirklich, also er gibt sich ja auch immer selber Pep-Talk. Hier kann wirklich die geilste Frau mit den geilsten Piep kommen mit den geilsten Piep. Was mir alles scheißegal, kann mich alle in Ruhe lassen. Naja, ihr habt es ja schon gesehen. Olivia war die eine. Und das liebe ich eigentlich auch, dass sie hier mit rein, also dass sie hier gleich so einen kleinen Vorgeschmack reingeschnitten haben. So geil. Also ich weiß auch nicht, was mit den Cuttern da los war. Es war viel geiler. Das stimmt. Oder? Das stimmt, das muss ich auch sagen. Ja, das muss ich, also, das wird man mal sagen dürfen. Und wenn es eine sagt, dann diese Frau, weil die cuttet sich die Fingerwunden. Mein Ex ist richtig hübsch, ne? Findest du? Und warum klärst du ihn nicht nochmal? Keine Ahnung. Aber wenn doch dein Herz sagt, dass er, was überlegst du dann mit deinem Kopf, Alter, du Behinderte? Ich will Aaron nicht verletzen. Das habe ich einfach nur drin gelassen für Christina Kor. Ja. Also sie ja auch. Also erstmal schon. Also wir chillen ja jetzt. Ja. Und ich würde dir sagen, oh Lena, ne, mein Ex ist richtig hübsch, ne? Erstmal das schon. Findest du? Als Antwort ist so geil. Aber hatten wir ähnlich. Diese Konversation hatten wir ähnlich in Real Life nur umgedreht. Ich habe das gesagt. Findest du? Surprise! Hallo! Ich hab mir gedacht, oh je. Irgendwann mal musste die ja kommen. Was hältst du von Monsieur Silberrücken? Ich hab ihn bei Are You The One gesehen. Sehr hübsch, ja, sehr hübsch. Hübscher Mann, ne?
Ja, hübscher Mann. Hätte ich nie gedacht, dass er jetzt hier steht und ich freue mich voll, weil ich den bei Are You The One schon richtig heiß fand. Wem hast du hier so verkappelt? Da war eine Olivia dabei, mit der ich mich im Nachhinein so gut verstanden habe. Im Nachhinein? Und wir uns auch so... Die ist schon lange weg. Und die ist heute gegangen? Die ist heute Morgen, ja, genau. Okay. Olivia ist immer noch in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Ich denke immer noch an die Dame. Die Betty hat mich jetzt nicht so unbedingt geschafft, mich zu begeistern. Also ich bin auch nicht so ein Typ, dass ich von Frau zu Frau springen kann. Nee. Also die Betty hat dich bestimmt nie begeistert gerade. Und du, also ich weiß, dass du nicht so einer bist, der einfach von Frau zu Frau springen kann. Nein, der Ferhat ist ein feiner Junge. Was war das für ein... Alle Dialekte zusammen. Ja, ja, wirklich so. Also ihr müsst es euch mal vor Augen führen. Vor, weiß ich nicht, 5 Stunden vom hat der geistigen Mann... Auge, holt euch doch mal rein oder ins dritte, falls ihr eins habt. So. Vor 5 Stunden hat der Mann noch geweint wie Sau. Ja, so, jetzt ihr muss könnt er die geilste Betty hier reinbringen. Den geilsten Teet und den geilsten Fjord. Fjord. Und 5 Stunden später hat er dann Alter, komm, jetzt mach doch weiter. Erstmal, nö. Mach doch weiter. Ah, dann mach doch weiter jetzt. Was jetzt? Ja. Gemachter Arsch, ne? Hi, Valentina. Hi. Hi, Betty. Michelle, hi. Hi. Sie passt halt gar nicht zu Gigi's. Ich hatte sie mir viel, viel krasser vorgestellt, also viel perfekter so. Ja, das ist ein Bikini. Das meint ihr doch nicht so ernst. Ihre Tattoos kotzen mich voll an. Hi, ne? Alle drei blond und wir sind die geilsten. Hallo, wir sind drei auf einen Streich. Wir alle drei blond und wir sind die geilsten. Wir sind das drei auf einen Streich. So ein Streich. Das ist so ein krank peinliches Gespräch. Wow. Also halt auch so, mit wem chillst du dort daneben? Und wer hat, also wenn Michelle wirklich diejenige war, die gesagt hat, na, gemachter Arsch, gemachte Titten, dann so hier die Luke für immer und ewig zulassen. Weiß nicht, was deine Freundin auch ihr dazu sagen würde, hättest du die Staffel hier von dir gesehen. Wie du aber vorhin ja auch schon gesagt hast, es spricht einfach schon irgendwie wieder so krass, die Unsicherheit, ja. Erstmal aus Michelle, einfach nur, weil es Gigi's Ex ist. Ja. Weil wenn du wirklich der Meinung bist, so für dich, das kann man ja, für sie, man hat ja immer so einen Gedanken, man vergleicht sich leider Gottes auch gerne mal. Und wenn sie da zu dem Punkt kommt, okay, ich finde mich besser, ich finde mich krasser von der Optik und so, behalte das für dich und ruhe dich in Anführungszeichen darauf aus und sag, okay, dann bin ich ja jetzt safe. Aber dann so zu tun, ich hab's ja mir echt viel perfekter vorgestellt. Ihre Tattoos kotzen mich voll an. Und eine Valentina. Der Bikini. Ist das ihr Ernst? Und warum hängt sich überhaupt eine Walle da rein? Alleine, wie die Hallo gesagt haben, so. Ja. Und dann ja auch so hochgegangen wieder. Das geht. Peinlich. Ja, super peinlich, super eklig. Und ich hab's auch nur für einen kleinen Fuck-You-Moment hier drin gelassen. Ja, ist richtig so. Weil. Ist schon richtig so, sollen sie noch mal sehen, wie sie waren. Unter den Teppich kehren. Sollen sie auch nicht, soll auch nicht vergessen werden. Salvatore, jetzt bekommst du die Gelegenheit, dich zu entscheiden. Mit wem willst du in die Suite ziehen? Marlina? Madeleine? Oder Christina? Nee. Ich spiele immer noch damit. Das sind gerade 3 Frauen, die meinen Kopf einfach ficken, ne? Das ist echt kompliziert. Maddie ist für mich sehr interessant und ich habe heute so viel Zeit mit ihr verbracht, so viel Nähe getauscht. Die andere. Die andere? Ist halt eine mega heiße Braut. Meine Ex ist ja auch noch dazwischen. Die ist mittlerweile mega cool zu mir geworden. Nein, will ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich gehofft, dass er mich nicht nimmt. Ich bin Christina. Nein. Nein, bitte jetzt. Mach das nicht. Doch, ich bin mit dir dahin. Ich möchte nicht. Das ist doch voll die Kinderkacke. Wir waren doch schon zusammen. Ey, ich hab das gesehen. Oh Gott. Und ich hab ja auch so gleich gedacht, wir machen die jetzt noch als drittes. Ja, ja, so Christina rein auf LOL. Und der nimmt Christina? Das habe ich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, dass er so Logo war. So, das Ding aber ist auch, dass man sich wirklich. Was hättest du gesagt? Ich hätte auch gesagt, bitte nimm mich nicht. Ich hätte auch gesagt, nee. Das Problem ist, ich finde ihn ja hier jetzt im Nachhinein, finde ich ihn ja hier schon wieder fast ein bisschen süß. Ja, aber ich hätte es trotzdem nie gewusst. Ich möchte das auch nicht. Und ich weiß aber, das war in meiner Folge, aber ich fand es so unmächtig. Marlina. Die ist horny auf den. Die ist ja übelst horny auf den gewesen. Und eigentlich hat er gesagt, ey, echt? Das ist so schön zu hören. Weil du hast mir jetzt einfach nicht wiedergegeben, dass du mich interessant findest. Rückblick, Marlina wirklich durchweg so. So der Blickkontakt ständig zu sagen. Das checkt das ich nicht. Ich hab's einfach nicht der gesehen, nicht. Aber das freut mich so doll, dass du es mir jetzt so sagst. Ich glaube, der hat die auch nicht genommen, weil er auch ihren Namen ja nicht mehr weiß.
Der kann den sich nicht merken. Ist ja auch gemein, dass die eine Maddie und die andere Marlina heißt. Und die andere Christina. So. Aber wir erfahren hier dann auch gleich nochmal, warum er sie nicht genommen hat. Weil eigentlich nicht wegen des Namens. Wir gucken mal weiter. Ich möchte gar keine Frau mehr da oben haben. Gar keine mehr. Fick dich, echt? Die lässt die Finger nicht von mir, wenn ich da hochgehe. Ich will endlich mal einen Scheißmann. Ein Mann, der weiß, was er will. Der weiß, was er will. Wenn ich da mit denen ein Bett anschlafe, die nimmt mich auseinander. Ich weiß das. Die ist richtig ratzig auf mich. Ich mach das nicht. Dann schätze es oder verpiss dich. Ist so, ganz ehrlich. Oder? Ich will nicht den gleichen Fehler wie Max machen. Dann knall ich die, dann komme ich hier runter und dann stehe ich da. Ich schlafe heute definitiv neben Max in meinem Bett, so wie die letzten 7 oder 8 Tage. Er würde auch mal das Kommando übernehmen. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Und Fall. Die ist so rattig auf mich, die zerlegt mich. Ich will mit keiner Frau mehr da hoch. Der hat richtig Schiss. Er richtig so, was macht das nicht? Ich will das nicht. Ja, die zerlegt mich. Und dann knall ich die. Mach den gleichen Fehler und dann stehe ich hier. So, ich habe keinen Fehler wie Max. Dann knall ich die da um, ja. Da stehe ich hier. Und dann? Aber eigentlich süß. Na, eigentlich ist es so einer, wo du sagen willst... Er will ihr keine falsche Hoffnung ja, machen. Ja, aber auch so einer, wo du sagst, Maus, was machst du? Und sie denkt sich am Ende, es ist nur Sex, können wir jetzt einfach kommen. Die will... Lass es. So, du bist so richtig kuscheln, so bei übelst vielen Temperaturen und mit so übelst vielen Sachen. Sei ruhig. Er wollte doch reden. Bist du gut? Hm? Ruhig, was verstehst du darunter nicht? Ah! Ich glaube, er kann süß sein, wenn er mal nicht witzig ist. Ich weiß nichts über dich, außer dass du aus Schottland kommst. Du gefällst mir, obwohl du nichts von mir weißt. Nichts von dir weißt. Oh, ich weiß noch, da hat so krank gekickt bei mir. Vorsicht, ich verliebe mich dann ganz schnell, wenn so jemand sowas macht. Oh nee, kann ich gar nicht. Doch, ich schon. Also ich weiß noch, ich fand den so geisterkrank sexy, als er da war. Hab ihn auch gar nicht gecheckt so richtig. Echt? Tell me more. Fertig. Jetzt schon? Wahnsinn. Dann laufe ich die Treppen runter zu den Betten und dann sehe ich den. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Heute Morgen heute wegen Olivia. Oh, ich komme nicht klar auf die. Ist weg. Das ist so witzig. Jetzt geht's runter, also. Alter, der Finger tief! Heute Morgen war die noch da! Das ist so geil. Was ist, wenn jemand anderes kommt? Mach dir keine Sorgen. Der ist nach Olivia. Die war ein bisschen anders. Das war ein bisschen komisch, aber ich hab mit der Olivia jetzt abgeschlossen. Das kam einfach dazu. Das geht gar nicht. Das geht sowas von überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur mit Arman reacten. Ich will einfach nur, dass der jetzt hier so sitzt. Aber wie crazy ist denn das, wenn ich das jetzt sehe? Also wir gucken es ja jetzt, es ist ja trotzdem passiert. Ja. Und es ist jetzt nur 3 Jahre her oder was? Super eklig. So, und ich lache ja aber drüber. Ja. So, weil wir können jetzt mittlerweile, können wir drüber lachen. Ja, aber es war in dem Moment war es überhaupt nicht zum Lachen. Total. Und wenn das jetzt was Aktuelles wäre, würden wir hier am Ausflippen sein. So ausrasten. Es ist natürlich trotzdem des Todes beschissen, es ist klar. Aber wir lachen einfach über Ferhat, wie man so bewusst sein kann. Arman hat es perfekt eingeordnet. Ja. Also, und oh das Gott, ist... Alter, stell dir mal vor, Ferhat wäre wirklich noch länger irgendwo gewesen. Nee. Ex on the Beach, nochmal mit dem. Ich glaube, die Produktion hatten bestimmt richtig Bock so, weil bei dem, das ist ja ein Garant dafür, dass irgendwas passiert, weil er weiß ja selber nicht, was... Heute ist ein neuer Tag. Er weiß nicht, was passiert. Alles kann, es kann ja wirklich alles passieren. Ich glaube aber auch, die Bestimmung für die zweite Staffel, da wurde das... psychologische Protokoll ist ja abgeändert. Am Ende hat er wegen Crazy Man Syndrom das nicht mehr reingeschaut. Das kann sein, dass das mit aufgenommen wurde dann in die No-Gos. Oh Mann, ey. Ja, Leute. Ja. Das war's dann jetzt auch mit diesem. Naja, es war ja wirklich ein famoser Abschluss. Also diese 3 Folgen. Naja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Naja, für dieses Video Abschluss. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Also, nee, dass ihr denkt, das ist jetzt vorbei. Nee, nee. 12 Folgen hat das Ganze, wir sind jetzt bei 9, also erwarten euch noch ganze 3 Folgen. Also ein Video Aber von diese uns. 3 müsst ihr ja selber, ihr müsst euch jetzt nochmal zurücklehnen und jetzt geht nochmal gedanklich durch, was gerade alles passiert ist. Das kann man nicht fassen. Georgia? Das, nee, ich nee, Olivia, Georgia, Valentina, Belly, Betty, oder wie ist Betty? Ferhat.
Salvatore, Marlene, alles ist passiert. Das ist so geil. Es ist, Mann, das macht mir Spaß. Einfach nur geisterkrank. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und wenn das der Fall ist, dann lasst doch mal bitte ein Like da. Und in dem Zug vielleicht auch noch ein Follow, falls ihr es noch nie gemacht habt. Unbedingt. Und nächstes Mal ist Marin hier wieder da. Yes. Auch alle anderen Videos gucken, die Woche gekommen sind. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und seid so, wie ihr bleibt. Psst, psst.